Eigentlich müsste jetzt mein Gast neben mir stehen. So kennt ihr das. Aber es sind halt besondere Zeiten. Eines bleibt, erstmal ein Käffchen. Ein Kaffeecreme für mich und ein Cappuccino für meinen Gast. Ich habe auch gehört, dass er schon auf mich wartet. Da bin ich mal gespannt. Los geht's. Roman, super, dass das geklappt hat. Ist alles ein bisschen merkwürdig in der jetzigen Zeit. Ich glaube, wenn man sich zum Kaffee verabredet, dann ist es so am sichersten. Und wo wir gerade über Kaffee reden, du kriegst natürlich noch dein Cappuccino. So, perfekt. Also, ich würde erst mal sagen, zum Wohl. Ne? Zum Wohl. Jetzt mal, wo wir eh schon darüber sprechen, wie verbringst du momentan deine Zeit? Ja gut, man sollte ja auch so viel wie möglich zu Hause bleiben, nicht groß unter Leute gehen. Ich bin sehr froh, wenn ich mal ins Trainingszentrum kann und um mich da ein bisschen körperlich austoben. Also das ist mir schon sehr wichtig, muss ich sagen. Und ja, sonst zu Hause PlayStation spielen mit Teamkollegen oder mal irgendwie, keine Ahnung, eine Serie wieder schauen. Also ja, ich versuche mich durchzuschlagen. Ist nicht einfach, aber ich glaube, wir haben es im Vergleich zu anderen noch relativ gut. Ich will mit dir heute über das Thema Inspiration sprechen. Und da fange ich ganz platt an und frage einfach mal, was inspiriert dich? Also, oder wer inspiriert dich? Außerhalb vom Fußball. Ja, ich glaube, jetzt, wenn wir in der jetzigen Zeit darüber reden, würde ich sagen, alle, die alles dafür tun, dass möglichst vielen Menschen geholfen wird, dass sie versuchen, ja, den Alltag so einfach wie möglich zu machen. Und natürlich auch die ganzen Ärzte, Krankenschwestern, Krankenpfleger und so weiter. Also das ist im Moment, glaube ich, die größte Inspiration und ja, mein vollsten Respekt für die. Absolut. Denen gehört natürlich unser größter Dank. Als Fußballer und du als Torwart insbesondere, da ist ja was Besonderes. Da muss man ja besonders motiviert sein. Vor allen Dingen als Torwart muss man ein bisschen bekloppt sein, weil da, wo andere wegziehen, da musst du dich voll reinschmeißen. Woher nimmst du da diese Motivation dafür? Ich meine, das kommt ja nicht von ungefähr. Ist das alles Training oder hast du wirklich einen Spleen? Nein, ich bin schon nicht ganz normal. Ich glaube, das würde viele in meinem Umfeld auch bestätigen. Aber ich finde es einfach toll, es macht Spaß, der Mannschaft so helfen zu können. Wie gesagt, viele sehen das als verrückt an und für mich ist es halt normal. Ich versuche das tagtäglich zu machen, keine Angst zu zeigen. Und es ist halt oft auch bei Spielern, es ist so, wenn man Angst hat in einem Zweikampf, dann tut man sich eher weh, als wenn man halt wirklich voll durchzieht und mit Mut reingeht. Aber kann man sich das antrainieren? Weil ich weiß, ich hab auch als Torwart angefangen, tatsächlich, als ich noch ganz klein war. Aber irgendwann hatte ich einfach Angst um Nase und Gesicht und alles. Also kann man sich das antrainieren oder die Angst abtrainieren? Oder ist das einfach, muss das drin sein? Ich glaube, das ist von Natur aus so ein bisschen, entweder hast du das oder nicht. Aber ich glaube, schlussendlich ist es einfach das, was mir Spaß macht. Und das hat mir also von klein an schon Spaß gemacht. Und mein Vater war vielleicht auch ein sehr gutes Beispiel, weil er auch Torwart war. Und okay. Ja, so habe ich das einfach übernommen. Absolut. In der jetzigen Zeit, wo alle zu Hause sind, wird natürlich auch viel im Internet Videos angeguckt. Ich weiß gar nicht, welche Kanäle du alle bespielst. Also Instagram weiß ich. Hast du einen eigenen YouTube-Kanal? Weiß ich gar nicht. Nee, ich habe wirklich nur Instagram, sonst nichts. Trotzdem bist du ein absoluter YouTube-Star. Denn das meistgeklickte Video bei YouTube vom BVB mit 5,5 Millionen Clips, ist nämlich ein Clip, wie du vom Anpfiff dir den Ball schnappst oder sowas. Ja. Was hat es damit auf sich? Was ist das? Ist das so dein Ritual oder was? Brauchst du das? Genau, das ist mein Ritual und ich habe das eigentlich unbeabsichtigt einfach immer von jedem Spiel gemacht, weil ich nochmal den Ball fühlen wollte, bevor es dann losgeht, um nochmal den Grip zu spüren von den Handschuhen, dem Ball. Es kann sein, dass es ein neuer Ball ist, ein ganz neuer Ball, der noch nie gebraucht ist. Der ist immer ein bisschen rutschiger und mir einfach so das gute Gefühl holen. Und das ist dann für mich auch vielleicht im Unterbewusstsein das Zeichen, ja, jetzt geht's los. Wir wollen auch mal ein bisschen was Schnelles machen und zwar eine Schnellfragerunde, beziehungsweise ich möchte, dass du mir ein paar Sätze vollendest. Ich fange an und du bringst sie zu Ende, okay? Mein Lieblingslied im Moment ist Come Around von Justin Bieber. Come Around von Justin Bieber, ja, cool. Die neue Platte mag ich. Ist die neue, ne, von der neuen? Ja, genau. Ja, genau. Am längsten vorm Spiegel in der Kabine steht, und jetzt Jaden ehrlich Sancho. Sein, Jadon Sancho.
Also ich ja, habe da was anderes gehört. Also Roman Bürki ist zumindest... Nein. Das war einmal, aber ja. Mittlerweile wirklich nicht mehr so. Den besten Klamottenstil bei uns, also in der Mannschaft, hat? Lukas Piszczek. Pischu? Ehrlich? Würde ich sagen. Gefällt mir sehr. Er ist sehr erwachsen, wie er sich anzieht und trotzdem stylisch und... Ja, muss ich sagen. Ja, ich muss sagen, als der zu uns kam, war er noch ein bisschen jünger und hatte so Fokuhila-ähnliches Ding auf dem Kopf. Ja, ja. Da war das nicht ganz so. Aber ich, habe ich wieder was dazu gelernt. Die Schweiz ist für mich... Meine Heimat. Ist doch ein schönes, fast Schlusswort. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe einiges erfahren. Gerne mal wieder persönlich einen Kaffee. Aber am allerliebsten würde ich dich gerne bald wieder auf dem Platz sehen. Dafür alles Gute. Bleib gesund. Dankeschön, danke. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bis dann. Zum Wohl.